Radio Bielefeld am Abend. Die Hitstory mit Stefan Schüler. Guten Abend, herzlich willkommen. Sollen wir es übersetzen? So ein bisschen Englisch kenne ich ja auch. You got what it takes. Das hast du jetzt davon oder ich weiß es nicht genau. Dave Clark 5, das ist in jedem Fall sicher und das Erscheinungsjahr ist auch sicher. Es war 1967. Das, meine Damen und Herren, ist eine ganz besondere Erkennungsmelodie von einem Menschen, der heute in der Neuen Westfälischen angekündigt wurde, als sei er der neue Bürgermeister. Hier ist ja fast eine ganze halbe, dreiviertel Seite hier, Don Rolando. Und die haben sie auch da reingemischt. Guck mal, ist ja ein Riesenapparat, ne? Man wird ja fast peinlich berührt. Das war die gute Heidi Hagen-Pektemir. Ja. Und die macht solche Sachen, ja? Ja, Dank an dieser Stelle an Heidi. Das hast du schön gemacht, Heidi. Jetzt müssen wir Don Rolando eben noch mal ganz kurz aufklären für alle die Menschen, die jetzt nicht wissen, wer ist jetzt Don Rolando, ist das jetzt der neue Mitarbeiter von Radio Bielefeld. Don Rolando ist, also mich haben ja auch einige Leute gefragt, haben gesagt, wen hast du da denn in der Sendung? Was ist das denn für ein Vogel? Ja, nee, was ist das denn für einer? Weil man muss das ja so sehen, die jüngeren Menschen, Roland, so heißt der Mann mit richtigen Namen, Roland Sanner, die jüngeren Menschen, die kennen dich ja nicht, können sie ja auch nicht. Weil deine, das ist Pech für die Jüngeren. Ja. Die sind zu spät geboren. Ich kann nichts dafür. Aber die so älteren Knacker, du, die... Die ja. Ne? Ja, die ja. Und manche leben noch von denen. Weil sie Erinnerungen mit dir verbinden in dieser Stadt. Ja. Weil du ein... Das ist auch, was ich den Menschen gesagt habe, die mich gefragt haben. Weil du ein Kult-Disc-Jockey bist aus Bielefeld. Und deine dicken, fetten Fußstapfen hinterlassen hast, unter anderem im Café Europa. Ne? Mhm. Unter anderem. Du untertreibst, ja. Also DJs, wie man heute sagt, gibt es ja wie Sand am Meer. Damals, vor genau 50 Jahren, da war ich einer der allerersten, 15 Jahre jung. Das war vor 50 Jahren. Jetzt frag mich bitte nicht, wie alt ich bin. Darüber möchte ich nicht sprechen. Könnte man selber ausrechnen. Und jetzt stell dir vor, diesen Job am Plattenteller oder am CD-Pult oder am Computer ein halbes Jahrhundert. Heute noch. Und das hat man also eigentlich verdammt selten. Also du bist heute tatsächlich noch tätig. Du machst nicht auf flotten Rentner irgendwie, du machst tatsächlich noch... Rentner nicht flott schon. Ich bin ja bei dir jetzt live. Also ab und zu passiert noch was. Hast du es bis hierhin geschafft? Mach dir keine Sorgen. Gerade eben. Ja, Das machte das Wetter. Ja. Also das war die Erkennungsmelodie und das war Pflicht. Das war jeden Abend so 8, 9. Dann kam die Begrüßung mit Krawatte. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Dingsbums-Club. Das war die Berolina als erstes am Berliner Platz. Die gibt's nicht mehr, gegenüber von der Stadthalle. Ja, und dann wurden die Platten aufgelegt. Das war ein Nachtclub. Da kam meistens Pärchen rein. Wo war der, Berolina, wo war der? Am Berliner Platz. Am Berliner Platz, okay. Gegenüber von der Stadthalle. Wenn man von hier auf die Stadthalle zufährt, links, da war ein Hotel, Herforder Hof, da ist jetzt ein Türke drin. Okay. Und da war das, die hatten vorne eine Bar mit Barmixer und vollbusigen Damen, die mixten die Cocktails. Ein Geschäftsführer mit schwarzem Anzug, Krawatte, ein Portier und ich natürlich auch mit Krawatte als junger Spund und hab dann da die Dinger gemacht. Hast 30 Mark gekriegt, steht in der Zeitung. Ja, wenn das da steht, wird es wohl. Das ist ja eine Menge Kohle, ne? Vor 50 Jahren, oh, mein Lieber. War das mein so? Lieber. Wobei, aber dein Vater hat gesagt, Roland, so läuft das nicht. Du machst erst eine anständige Ausbildung, ne? Hat er gesagt, Gott sei Dank, ja. Habe ich sogar geschafft. Bertelsmann, Gütersloh, Areola. Und als die Prüfung bestanden war, durfte ich dann hier zu Herrn Bickhoff und habe dann im Monat 1100 bekommen. Statt, ja, das war damals das Menge Geld. Riesenmenge Geld. Ja, ist nichts mehr von da. Also guck mich nicht so notwendig. Ich hatte schon gedacht. Pass auf. Ne? Ja, und dann von nun an ging es bergab. Ne? Ja, da kam der Ambassadorclub am Sparrenburg. Ja. Du guckst mir. Keine Erinnerung, da warst du? Also erzähl mal, weil ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die hören sich das jetzt an, denken sich manchmal, ja, der Sanner, der Don Rolando, weiß ich ja noch. Und wo die schaffen sich ja im Kopf diese Verbindung. Wo war denn die Kneipe? Wo war denn das? Und weißt du, so, ich meine, Café Europa ist einfach, weil es am Jahnplatz. Ne? Das gibt es ja heute noch, Ambassadorclub nicht mehr. Nee. Das hieß ja früher. Das ist da die schräge Hochstuben. Das war ziemlich verrucht und dann kam ich, dann wurde es anständig. Ja, ist klar. Wir haben heute Folgendes mit dir vor. Ja.
Der Anlass, dass du hier bist, sind eben deine erwähnten 50 Jahre, weil wer 50 Jahre im Business ist, der muss natürlich geehrt werden. Und sieht der, man gar nicht, ne? Nein, unbedingt. Also sieht gut aus, der Mann, ähnlich wie auch in der Zeitung heute abgebildet. Auch auf Facebook könnt ihr ihn sehen. Ihr könnt ihm auch auf Facebook ein paar Grüße rüberschicken und so weiter und so fort. Ist alles möglich heute Abend. Der Anlass also, Don Rolando, 50 Jahre im Geschäft. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, da musst du aber dir auch mal ein paar Gedanken machen, was so Musik angeht. Du hast so eine lange Liste mitgebracht, ne? Mal gucken, was wir alles so schaffen. Was hören wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Die haben wir in Bielefeld noch nicht gespielt. Danach ging es nach Minden und da kam dann die Soul Music. Die Schwarze aus Amerika, richtig voll rüber. Und eine der geilsten Damen, man hatte sie auch damals, ich glaube, nennt man sie immer noch Queen of Soul, Respect, Aretha Franklin. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Das ist ja das Gute, Roland. Ja, Don Rolando zu Gast, meine Damen und Herren, in der Hitzdorfer Radio Bielefeld heute Abend. Eine Sondersendung, weil Don Rolando nämlich 50-jähriges Bühnenjubiläum hat. Du sagst es. Und so sieht der Mann nicht aus. Das muss ich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Dafür kriegt er wieder 2,50. Don Rolando macht heute Abend auch so ein bisschen die Musikauswahl. Hat sich vorher Gedanken gemacht, was können wir denn alles spielen? Hat eine Liste abgegeben mit 175 Titeln drauf. Habe ich gesagt, Sendung ist aber nur 2 Stunden. Haben wir es also ein bisschen komprimiert. Machen wir morgen weiter. Aber das Gute, wenn man komprimiert, dann wird es ja noch besser und noch besser und noch besser. Was ist denn komprimiert? Weil man ja immer überlegt, was ist denn jetzt das beste Lied? Und dann kommen leider die Hörer und machen die ganze Planung wieder über den Haufen. Das ist gut. Aber du hast jetzt gesagt Jambalaya, fettes Domino. Das ist ja auch, mit Verlaub, ein alter Sack, der viel bewegt hat in seinem Leben. Auch. Das war eine der ersten Platten hier in Bielefeld, 1963 auf Vinyl, Single-Schallplatte mit Sternchen drin. Das war eine Lenko-Anlage, also richtig was Edles damals. Und die Leute konnten das, glaube ich, gut ab. Du hattest aber, glaube ich, eben ein Nee, pass auf, ich sag mir nochmal was anderes. Ja, wo hast du denn jetzt so eine Platten, das hast du ja auch aufgelegt, Jambalaya. Mhm. Ja? Das ist ja auch von 1961, so uralt. Wo hast du denn die Platten hergekriegt zu der Zeit? Gekauft, geklaut, geschickt gekriegt. Gab es denn schon einen Plattenladen oder wo kriegte man die her? Du, das weiß ich nicht. Als ich da ankam, die hatten ein Archiv von Schallplatten. Ja, ich kam ja von der Schallplattenfirma aus Gütersloh, von Ariola. Ja. Konnte also immer gut was mitbringen. Und dann kurze Zeit danach wurde ja die kennst du noch, DDO, Deutsche Disc-Jockey-Organisation, gegründet, in der ich war. Und da haben die sich organisiert, die Disc-Jockeys, wie sie damals hießen, und die Adressenlisten an die Plattenfirmen gegeben. Und die ganzen Plattenfirmen in Deutschland haben uns dann zugedonnert mit Platten. Clever. Und ja, das war nicht schlecht. Ja. Und das war manchmal mit Arbeit verbunden. Jeden Tag 5, 6, 7, 8 Päckchen mit Neuerscheinungen und die dann anhören, selektieren, was könnte was werden und was ist Schrott. Das war schon für das Geld auch Arbeit. Also der Dischockey hat schon dafür gesorgt, diese Dinger bekannt zu machen, ne? Weil Radio war ja noch nicht so viel. Ne? Nein, da ist ja heute auch nicht mehr. Na, bis jetzt auf, vorsichtig, wo bis du bist auf hier. Ausnahmen. Ja, und dann gab es damals, wenn du das gerade sagst, haben wir jetzt nicht drin, aber gleich etwas später, einen einzigen Hit, der ist ausschließlich durch die Diskotheken zum Hit gemacht worden. Sonst nicht, das war die Spazzy Girl von Ross McManus, habe ich immer gesagt, Manus, ich weiß nicht, von wo der kommt. Und das hat das Image der Discjockeys in den Diskotheken bei der Plattenfirma gefestigt, dass die auch etwas pushen können. Aha. Es geht ja immer ums Geld. Den haben wir, glaube ich, etwas später drin, das Patsy Girl. Ich hatte gerade, Hanne gerade war am Telefon. Hanne hat gesagt... Ach, Hanne! Hanne ist ja auch, also mit Verlaub, Hanne, ne, ist ja auch schon ein bisschen älter, also so mein Kaliber irgendwie, ja. Und Hanne ist auch früher dein Gast gewesen, im Café Europa zum Beispiel. Ja, und sie sagt, da gab es doch immer irgendwie so Herren- und Damengedeck oder irgendwie. Was ist das denn gewesen? Ja. Ja, das gab's. Bevor ich da ankam, waren ja auch Kapellen. Damen war sowieso, hatten wir auch die ganzen Jahre. Herrengedeck, ich habe das ja nie getrunken. Das war, glaube ich, ein Bier mit einem Asbach. Und für die Damen war das, glaube ich, ein Piccolo mit, was weiß ich, Likör. Mit O-Saft oder so. Kann auch sein. Also. Ja, ich wusste das ja nicht. Ich hatte ja immer abends beim Bier da. Allerdings in Maßen und in Bielefeld. Ja, Herren- und Damengedeck. Ja, stimmt. Ja, da kann sie sich dran erinnern. Und sie hat gesagt, Hanky Panky. Tommy James and the Shondells. Ja, spiel das doch mal. Die Nummer ist geil. Ja, und sie wollte das gerne mit einem Gruß verbinden. Ja, an ihren Boyfriend oder Mann oder so. Oder so. An Dieter.
Ja, meine ich ja. An Dieter, okay. Mach doch mal. An Dieter bei der Firma Schenk. Hanne, wir grüßen dich. Hallo, danke für den Anruf. Geht's los hier. My baby does the hanky panky. Then I kissed her und dann küsste ich sie zum Beispiel und dann ging's los. Die Beach Boys machen ja heute noch und jetzt ein besonders schönes Chanson von der Gruppe Blue Suede, die blauen Schweden. Uka Chaka, Uka, Uka, Uka Chaka, Uka. Der lacht, mach mal, Hooked on the Feeling heißt dieses Stück. Radio Bibi Bielefeld. Golden oldies of the 60s. Uka, uka, chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, uka. But you're in love with me. Ja, der bleibt uns auch noch ein bisschen erhalten. Don Rolando ist heute hier. In der Hitstory war Radio Bielefeld, der Mann hat 50-jähriges Bühnenjubiläum und wir haben das große Vergnügen, ihn in den nächsten anderthalb Stunden hier noch zu erleben mit seinen ganz vielen Musikwünschen. Geht auch gleich weiter mit einem Titel von The Hurt. Vorher aber das Radio Bielefeld Wetter. Also klar ist, es gibt eigentlich keine Wolken, es bleibt trocken. Klar ist auch, dass es ein bisschen kälter wird. Ne? 7 bis 5 Grad in der kommenden Nacht. Morgen geht es dann wieder so 11, 12, 13 Grad hoch. Morgen Vormittag auch ein paar Wolken, ein bisschen Sonnenschein. Nachmittags kann es einzelne Schauer geben. 19.33 Uhr, Radio Bielefeld, Blitzer und Verkehr. Keine Meldung von der A2, alles frei, alles gut. Blitzer wurde uns zuletzt gemeldet auf der Ossingstraße. Und zwar ein Zauberblitzer, der nämlich in beide Richtungen blitzt. Ein unterwegs, eine gute Fahrt wünsche ich am Donnerstagabend. Radio Bielefeld am Abend. Die Hitstory mit Stefan Schüler. Und mit Don Rolando. Und mit The Hurt. Ja. Schönen guten Abend, ne? Ich persönlich fand die toll damals. The Hurt, ne? Ja. Obwohl dieses eigentlich das unbekannteste Stück war. Stimmt. Drum haben wir es auch rein. Die hatten ja einen Mega-Hit. Das war From the Underworld. Genau. Mit dem Glockengeläute. Und dann kam dieses und was mir so imponiert hat, dieses gigantische Orchester, das man damals noch bezahlen konnte im Studio. Heute alles per Drumcomputer und damals mit den Bläsern. Und ja, das hat damals kein Mensch eigentlich hören wollen, aber ich habe es trotzdem gespielt, denn man muss ja auch ein bisschen Freude haben. Und für, ne? Oder? Unbedingt. Und für mich persönlich ist heute wichtig, dass damals schon Andy Baum nämlich auf dem Keyboard gespielt hat und der ist nämlich heute bei Status Quo, siehst du. Und Status Quo kommt nämlich im November in die Bielefelder Stadthalle. Somit haben wir von 1967 bis heute den Bogen gespannt. Ich muss Roland eben ganz kurz mal mich bei Traudel bedanken. Ich hatte nämlich letzte Woche Geburtstag, das kannst du ja nicht wissen. Natürlich weiß ich das, du hast keinen ausgegeben. Und Traudel hat mir, eine Karte geschrieben, ja, die habe ich jetzt erst gefunden. Lieber Stefan, alles Gute, doppelt hält besser, guten Appetit, wünscht dir Traudel. Was hat Traudel mir geschenkt? Kartoffelsalat. Nein, eine Bierflasche von Warsteiner. Voll oder leer? Aus Schokolade. Aha. Traudel? Traudel. Du bist die Beste. Ich habe auch bald Geburtstag. Vielen Dank. Ja, bitteschön. So, und jetzt wolltest du wieder was wissen für die nächste Nummer. Hast du gesagt, sag mal was über den Menschen? Ja, du hast den da auf deinen Zettel geschrieben. Ja, klar, Ross McManus. Ich behaupte von mir, dass ich auch schon ein bisschen Ahnung habe, was Oldies angeht. Ross McManus, muss ich gestehen, hat ihn noch nicht gehört. Wie kommt der auf deine Liste? Was ist das für einer? Wer ist das? Du, der hat sich da reingeschlichen, weil die Nummer gut ist. Wir haben eben drüber gesprochen. Das war der damals erste und ich glaube einzige Hit, der nicht durch Radio, Fernsehen, sondern nur durch junge DJs in den Diskotheken gemacht wurde. Und ich wiederhole mich jetzt, habe ich eben gesagt, bei der Plattenfirma, die haben gesagt, das ist ja Don, das ist ja Doll, das ist ja eine Macht, die müssen wir bemustern. Und dann lief das im Verkauf, das war auch sein einziger Hit. Ich weiß von ihm nichts, weder von wo er kommt, noch was er gemacht hat, vorher nicht, hinter nicht, wahrscheinlich ein Engländer, er singt Englisch, aber die Nummer ist gut. Auch wenn du sie nicht kennst, vielleicht sollten wir sie mal spielen. Ich weiß, dass er 27 geboren. Ach, du guckst ab. Ich weiß, dass er 27 geboren ist. Ich weiß, dass er 2011 gestorben ist. Das war jetzt interessant. Das weiß ich. Und ich weiß, pass auf, jetzt kommt wieder, ja, jetzt kommt aber wieder Rockgeschichte. Ich weiß, dass er der Vater ist von Elvis Costello. Ja.
Und das wiederum sagt vielen Leuten Du sagst viel. Es, ja. Elvis sogar mir, ja. Siehst du. Ja. Obwohl der ja ein bisschen später erst, das hast du ja noch nicht im Café Europa gespielt, Elvis Costello, das kann ja nicht sein. Nee, das habe ich nicht. Nee. Vorher nicht, nachher nicht, nee, das eigentlich nicht. Auf jeden Fall. Der war nicht kommerziell genug. Ross McManus, ja. Hast du die Platte noch? Also die Vinylplatte? Ja, die habe ich noch. Ich habe das heute besorgt, übrigens von einem Kollegen, Danny aus Kerpen bei Köln, der hat das an dein Büro geschickt, weil ich das auf Platte habe, im Plattenschrank, da stehen ja viele. Und ich dachte, die nimmst du nicht mit, Radio Bielefeld, einen Plattenspieler haben sie nicht mehr. Plattenteller ist meine Welt, schrieb vor kurzem das Westfalenblatt. Entschuldigung, stimmt zwar nicht, aber es ist eine schöne Schlagzeile. Ich habe eine schöne MP3 davon, die können wir uns jetzt anhören. Mach mich Patsy nicht. Girl, das ja, ist los. Von Ross McManus aus dem Jahr 1966, meine Damen und Herren. '66 war das. Wir haben das gerade mal eruiert. Roy Orbison, meine Damen und Herren, Lana, Don Rolando, heute Abend zu Gast in der Hitstory bei Radio Bielefeld. Und die Telefone stehen nicht still. Die Menschen rufen an und sagen, ja, Mensch, weiß ich kenne doch diesen Ross McManus, dieses Lied. Günther hatte gerade angerufen, der wusste natürlich, Roland, nicht mehr, wer das jetzt war, also wie der Künstler da hieß, muss das Lied hieß. Aber der konnte sich an das Lied erinnern. Ja, klar. Und er bat mich, dich doch mal zu fragen. Frage. Also Günther sagt pauschal, Café Europa, super Zeit. Ja. Er wäre mal da gewesen und da hätte doch eine oben ohne Band gespielt, ja, aus Skandinavien. Und da wäre aber da richtig mal die Post abgegangen. Ja, stand auch vor einiger Zeit in der Zeitung. Das waren die, warum auch immer die so hießen, Gay and Go Girls, die kamen aus Dänemark. Und die hatten eine enorme Performance, Light- und Soundshow, und die Mädchen pinkfarben angemalt und oben ohne, ja natürlich, wie schon gesagt, und das war natürlich was für Experten und Spezialisten, die sich die Zunge leckten und sagten, und für Günther. Guck mal, meine ich ja. Übrigens, ich heiße auch so. Günther. Günther, ja, Roland heißt er. Ja, Roland Günther. Roland Günther Willem. Roland Günther, ja, gut, aber das, ja. Das war nicht schlecht. Aber das Schrägste, was passiert ist, die hatte ich in einem anderen Laden vorher in Detmold im Riverside Club. Da hatten wir auch diese gleiche oben ohne Band für die Herren. Und da habe ich gedacht, Mensch, nochmal von wegen der Gleichberechtigung, was haben wir denn für die Damen? Die waren ja auch im Lokal. Und dann habe ich ein paar Stammgäste ausgesucht, die gut dabei waren, gut aussahen, durchtrainiert. Bin mit denen übrigens nach Bielefeld ins Sexshop gefahren. Hier am Bahnhof habe ein bisschen Reizwäsche gekauft, ein paar heiße Nummern einstudiert. Und dann haben wir die Gay and Go Boys gemacht. Einmal eine Männer oben ohne Truppe. Also hast du auch mitgetanzt? Nee, du musstest Musik machen. Nein, ich musste filmen. Ach so. Filmen und Fotos auf dem Stativ und ja, ernst bleiben bei der Sache. Ja. Also für einen Tag das gleiche in Grün, fast nackte, ja, Kerle. Coole Idee. Ja, finde ich auch. Heute hat man das häufiger, aber in den 70er Jahren, da war das schon hart am Rande. Du hast ja in Bielefeld so mehrere Stationen gehabt, ne? Du warst im Café, du warst Ambassador-Club, haben wir gesagt. Ambassador-Club. Euro-Club zum Euro-Club. Beispiel. Im Ragewede war auch viel los. Der Inhaber, der lebt noch. Oh. Hört uns zu, Hans-Otto Burkhardt. Schöne Grüße. Hans-Otto, hallo. Hans am Berliner Platz. Und da waren ja auch viele Künstler. Da war Chris Montes, da war Karel Gott, da war Dunja Reiter. Da waren die Spotniks, die wir gleich noch spielen können. Mhm. Und war auch eine heiße Zeit. Aber Café Europa, wir hatten jetzt, wichtig waren ja, dass bei Damenwahl das alles bunt gemischt wurde und nicht nur Flott und Pop, sondern dann das berühmte Schmusi-Föckchen kam. Die Lichter gedimmt. Schmusi-Föckchen. Hast du das echt so genannt oder was? Oder heißt das, du machst das jetzt gerade so? Nein. Das war damals Schmusi-Föckchen. Schmusi-Föckchen, ja. Lieber und Gott. Dann kam ja, Französisch. Haben wir jetzt auch was, wie damals, und die kennst du sogar, und damit können wir auch die Heidi grüßen, die viel für uns beide getan hat, die haben wir eben schon erwähnt. Findet die das gut? Hat sie gesagt, die hat mich gefragt, was spielt ihr denn in der Sendung? Ich sage, oh, sagt sie, muss ich hören. Gut. Und das ist jetzt hier für die Nachbarin in der Niedernstraße. Ja. Ich sage mal, Mrs.
HP. HP. Ja. Doppel H. Also für die, weil die das jetzt nicht verstehen, Heidi Hagen-Peck, die heißt sie von der Neuen Westfälischen, die hat heute diesen tollen Artikel geschrieben, der heute in der Zeit war. Ja. Und dies findet sie gut, das zeichnet sie aus für ihren guten Geschmack und ich hoffe, sie hört es und freut sich. Hervé Villard. Caprice Tafini. Alles am Ende. War der irgendwie... Achso, was haben wir nächste Stunde denn? Was machen wir nächste Stunde? Musik, würde ich sagen. Musik. Und wir haben ja angekündigt, wir wollen versuchen, den Wolfgang Sauer ans Telefon zu bekommen. Wir haben ein Opfer, ja klar. Wir haben ein Opfer und wir werden probieren, den Wolfgang Sauer zu erreichen. Vielen in Bielefeld ein Begriff, eine Koryphäe der 50er, 60er, kann man das so sagen? Ein Denkmal. 16, ein Denkmal. Eine Statute. Große, große Geschichte, ne? Ja, auf jeden Fall. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Radio Bielefeld am Abend. Die Hit Story mit Stefan Schüler. Und mit, meine sehr verehrten Damen und Herren, Don Rolando. Und das war seine Erkennungsmelodie. Was ist das für ein schönes Lied, Roland? Wo bist du denn? Hier du? Im Studio bei dir. Ganz ruhig, kann dir nichts passieren. Because They Are Young gab es zwei Versionen mit dem Orchester Billy Vaughan, das war die andere. Ja. Und das ist John Eddy, der berühmte amerikanische Gitarrist, der das gemacht hat. Wollen wir jetzt sofort auf unseren Gast? Ja klar. Du hast das angeleiert. Ja, okay, ja dann lass es uns hinter uns jetzt bringen. Jetzt hängst du drin. Da komme ich nicht mehr raus. Jetzt da gab es ja, da gab es ja in den 50er, 60er Jahren den Nat King Cole. Hinterher kam sein Töchterchen Natalie und der hatte eine Reihe von superstarken Hits, zum Beispiel Answer Me, wem das nichts sagt. Das war damals der deutsche erfolgreiche Schlagersänger und der blinde Pianist, Jazzpianist, immer mit Sonnenbrille, Anzug, Fliege, auch heute Wolfgang Sauer. Hieß in Deutsch, war in der Hitparade Glaube mir, glaube mir. Ja. Solche wunderschönen romantischen Edelschnulzen, Schlager, waren damals in der Schlagerparade ganz oben und vor genau 50 Jahren hier in Bielefeld, ein Kilometer von hier am Berliner Platz in der ersten Diskothek Berolina Bar, habe ich ihn als ersten Stargast ansagen dürfen mit Klavier. Guten Abend, Herr Sauer, habe ich damals gesagt. Vor zwei Wochen, als wir diese Sendung vorbereitet haben, hat er gesagt, ich bin der Wolfgang. Hallo Wolfgang, wir grüßen dich. Hallo Don Rolando. Wolfgang. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ja. Du kennst mich ja nur auch schon 50 und ich dich 50 Jahre, das sind ja schon 100. Ja. Wo erwischen wir dich bitte jetzt? Wo bist du ohne Straße und Hausnummer? Wie sieht es bei dir aus, deine Situation? In meinem Fernsehzimmer. Mhm. Das habe ich gerade ausgeschaltet. Sonst hätte ich das ja immer im Hintergrund. Ne? Wolfgang Sauer, Fernsehzimmer, hallo. Ja. Wie machst du das? Ja, es gibt doch wunderbare Filme mit Audiotranskription. Also da wird auf einem Kanal beschrieben, was da passiert. Ne? Mhm. Und dann sagen die, weißes Auto hält vor Villa, steigt eine blonde Dame aus, geht die Treppe rauf. Was macht sie dann? Dann klingelt sie und dann hört sie, guten Tag. Ach ja. Okay. Ich bin Frau Schulz. Ach ja. Interessant zu wissen. War mir vollkommen neu. Du bist, glaube ich, zu Hause seit damals in der Nähe von Köln im Rheinland bei in dir? In Köln selbst. In Köln selbst. Im südlichsten Stadtteil von Köln. Rodenkirchen, Wagnerstraße, ja. Ich weiß, da wohnst du immer. Und vor 50 Jahren warst du hier bei mir, bei uns und hast gespielt. Ja, und da war der Don Rolando sehr nervös. Bin ich heute noch? Da warst du ja noch ein Pimpf, ein kleiner. Bin ich heute noch. Also Lampenfieber ist geblieben. Wie ist das bei dir? Ja, ich meine, du bist ja ein Superstar. Du bist im Januar 85 Jahre alt geworden, darf man sagen. Ja. Hast du mal Lampenfieber gehabt oder hast du das immer? Noch? Immer. Du auch? Ja, ich hab einen vielfältigen Beruf gehabt. Ich war ja nicht nur Sänger und Pianist. Mhm.
ich war ja auch dann nachher Radiomoderator, so wie du auch. Mhm. Radio Luxemburg, WDR. Ich habe bei RTL angefangen, dann war ich beim WDR. Ich habe gearbeitet für Norddeutschen Rundfunk, für Radio Bremen, für RIAS Berlin, Deutsche Welle, also bundesweit. Keiner war vor dir sicher. Ich habe für den Bayerischen Rundfunk, für eine Sendung, habe ich jeden Sonntag ein Interview gemacht mit Prominenten. Mhm. Also, da sind wir Kollegen. So, und heute ja. Zur Krönung deiner Karriere bei Radio Bielefeld. Na, das ist doch... Ja, machst du ein Interview mit mir. Ja, klar. Du warst übrigens, vor 50 Jahren ging das los mit uns, danach nochmal zu Gast bei mir im Café Europa. Das weiß ich, dass du dich daran erinnerst, in der ersten und zweiten Etage, weil du den Inhaber kanntest. Ja, ich hatte den kennengelernt. Er hatte vorher ein Haus in Göttingen. Mhm. Und das war ja, da war ja Göttingen noch so Filmstadt. Da wurden ja noch sehr viele Filme gedreht in den 50er Jahren. Da hat man dann so viele Künstler auch kennengelernt, die dann da gerade Filme drehten. Und da war das sehr schön, da in diesem Laden aufzutreten. Und da, als der dann sagte, ich habe jetzt auch einen Laden in Bielefeld, komme ich doch mal hin. Da haben wir uns dann wieder getroffen. Mhm. Und wir auch zum zweiten Mal. Ja, und ich hatte bei einer Sendung beim Saarländischen Rundfunk, da hatte ich so ein Schallplattenmagazin, nannte sich das intelligenterweise. Da hatte ich immer einen kleinen Abschnitt. Was ist denn Hits in den verschiedenen Diskotheken? Da habe ich dich auch angerufen. Da weiß ich noch, dass ich dich in deiner Diskothek, ich weiß nicht in welcher, angerufen habe und du hast gesagt, das und das ist heute Number One. Ja. Schallplattenmagazin, diese Sendung heißt Hit Story, ebenso intelligent. wir haben uns vor dem Auftritt 63 in Bielefeld, warst du schon mal im Café Europa, da war ich als Kind mit meiner Mutter zu Gast. Aber Wolfgang, wir haben jetzt noch, der Stefan Schüler, der Moderator dieser Sendung, hat eine kleine Überraschung für uns beiden, für dich und für mich auch. Keine Ahnung, was passiert. Lassen wir uns überraschen. Stefan, was ist? Wir probieren das jetzt mal. Ja, wir probieren das. Wolfgang, wir probieren das jetzt mal. Ich müsste auf der anderen Leitung einen Studienfreund von dir haben, der heißt Harald Friedrich. Nein. Harald, bist du auch da? Ja, ich bin auch da. Ja, das ist doch nicht wahr. Also, hi. Ja, lieber Wolfgang, was sagen alte Leute zueinander? Ja, hör mal, das gibt es doch gar nicht. Dass ich das noch erleben darf mit 89. Lieber Wolfgang, von Gretchen und mir und von Mario, viele, viele Grüße. Du hattest nicht nur einen Freund im Bielefeld, du hast... Ich habe einen Ganzkörper-Gänsehaut. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, und wir wissen so viel voneinander. Und was wir gar nicht wussten, zum Beispiel gegenseitig... dass du in Göttingen warst und dieser Laden in Göttingen und der nach Teres Café Europa hatte, der heißt Heinz Friedrich. Heinz Friedrich. Das ist reiner Zufall. Was es alles gibt. Richtig. Ich habe das heute Morgen in der Zeitung gelesen, habe es unserer Tochter erzählt und die hat bei Herrn Schüler angerufen und ich bin ganz überrascht und freue mich, dass ich die höre. Jetzt pass auf, Männer, jetzt sage ich euch was. Ich tausche euch jetzt die Telefonnummern aus. Ich sage jeweils dem anderen die Nummer von dem anderen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, den ganzen Abend noch miteinander... da könnt ihr den ganzen Abend noch miteinander schnacken. Wolfgang, wir müssen ja jetzt von dir noch ein zweites Lied spielen. Und da hast du ja auch einen Wunsch geäußert. Das hast du ja mit dem Don Rolando vorher besprochen. Ja, was habt ihr denn da besprochen? Ja, der Dean Martin hatte gesungen, dieses wunderschöne Gentle on My Mind. Und der deutsche Textdichter sollte der Vater Siegel werden, Ralf Maria Siegel. Und der Ralf Maria sagte, wenn du das singst, Wolfgang, dann schreibe ich einen neuen Text für dich. Und dann hat er dann also neu geschrieben. Und da ist ihm auch richtig was eingefallen. Es wurden dann die schönen Zeiten der Erinnerung. Und von denen haben wir ja heute gerade gesprochen. Unbedingt. Ich finde das echt
Unsere 2 Stunden sind schon um. Wolfgang, es war uns allen eine Riesenfreude. Beste Wünsche aus Bielefeld an dich. Du hast ja gerade mit einem Nachwuchssänger, das müssen wir noch sagen, die können wir jetzt nicht spielen, eine neue Produktion gemacht. Das heißt, du bist noch fleißig. Aber das waren die schönen Zeiten der Erinnerung. Live Wolfgang Sauer. Wolfgang, vielen herzlichen Dank. Ich darf mich auch bedanken, Wolfgang, und nicht auflegen. Wir geben dir noch die Nummer von dem Kollegen. Ja, da. Den könnt ihr noch mit telefonieren. Wolfgang, danke schön, dass du hier warst. Danke. Danke, danke, danke. Ich denke auf die Radio Bielefeld Hit Story mit Stefan Schüler. Der Mann mit der Pfeife, das war nicht Ilse Werner. Ilse Werner hat immer gepfiffen, ne? Ja. Aber Whistling Jack Smith hat auch gepfiffen. Das hat war auch so ein, gepfiffen. Das war so ein Engländer. Ja, mit Pfeifen kennst du dich aus. So ein Verrückter, ne? Ich merke schon. Nein, ich kenne mich nicht mit Pfeifen aus. Nein. Ich bin ja da. Mach dir keine Sorgen. Ich kenne mich mit meinen Hörern aus und meine Hörer sind ja auch immer... Die integrieren sich immer gerne in die Sendung, die machen immer gerne bei der Sendung mit, bei dieser Sendung. Ja, das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte. Dein Gastsein heute hier wurde ja nicht nur in der Neuen Westfälischen angekündigt, sondern auf der Facebook-Seite von Radio Bielefeld. So was gibt's? Ja, aber selbstverständlich. Wir haben über 7000 Freunde, ja. Mehr du als hast ich. Ja, du hast wahrscheinlich nicht mal 7 oder wenn du immer so frech bist. Aber wirklich. Keine Ahnung. Aber wirklich. Ja, pass auf, und einer dieser 7500, weiß ich nicht wie viele Freunde, hat uns geschrieben, viele Grüße aus Hamm. Mhm. Ah ja. Was sagt ihr das? Da habe ich mal gewohnt. An der Lippe auch eine. Von Rolandos altem Co-Piloten im Café Europa und Belle Epoque. Matze, Matthias Scheinhütte. Ja. Von Saturn. Ich wünsche Stefan und Roland viel Spaß bei der Sendung und natürlich Glückwunsch zum Plattenteller- und Quasseljubiläum. Ja, okay, Matthias, grüß dich. Ja, die Red River Story steht immer noch in meinem Schrank. Ja, ja, ja. Schreibt ja. Matthias Scheinhütte. Ja, ja, die habe ich ihm mal geschickt, die wollte er haben, habe ich nie wieder gekriegt. Der war ja mal hier Geschäftsführer auch bei Saturn. Saturn, ja, ja, ja. Wir haben nämlich mal mit Saturn zusammen hier auch eine tolle Sendung gehabt. Mhm. Guter. Matthias, melde dich mal. Matthias. Ja, Matthias. Matze. Meld dich mal. Matze. Ja, meld dich mal bei Don Rolando. Ich habe seine Kontonummer verloren. Der hat auch eine Facebook-Seite mit 7 Freunden. Lass das bitte. Was war das denn jetzt hier mit dem Spotnix? Was war das denn für eine Nummer? Damals, da gab es ja im Gegensatz zu heute auch noch Instrumentalaufnahmen mit Orchestern in den Charts, die man damals noch Hitparade nannte. Und das waren die Spotnix aus... Skandinavien, das ist gut. Ja. Nicht, wir hatten damals die Shadows, wir hatten verschiedene Orchester und diese Spotniks, die waren auch hier in Bielefeld in dem eben schon erwähnten Euroclub in Bielefeld-Bragwede, haben da live gespielt, war natürlich ein Leckerbissen, ebenso wie Chris Montes, Let's Dance und Eino Digas. Ich weiß nicht, wir werden nicht mehr alle Titel spielen können, weil du so viel redest. Und zurück zur Berolina, da die ersten Platten waren natürlich von Elvis Presley und nach Wolfgang Sauer, das war der erste Stargast, hatten wir noch einen weiteren, das war der berühmte Bill Ramsey, Mr. Zuckerpuppe. Mit dem war der damalige Chef Hermann Bickhoff auf der Alm, da hat er gesungen. Ich habe ihn natürlich angesagt und jetzt kommt es, es gab ja damals nicht nur Schlager und Pop und Beat, es gab ja eine Menge von Tänzen, Twist und Madison und Limbo und Slop. Und dann gab es Bossa Nova, den gab es schon länger. Was ist den das für ein Tanz hier? Polka, würde ich sagen. Tiroler Hut, Billy Mo. Was machst du denn? Aus Las Vegas kam ein Mann. Was fiel mir gerade so ein, bei Bill Ramsey. Habe ich gedacht, so Billy Mo ist auch so. Ja, klar, der war auch bei mir zu Gast. War auch hier? Nee, der war in Minn, in einer anderen Diskothek. Ich war nicht nur in Bielefeld. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Tu doch mal. Nö. Versuch's doch mal. Nö, mach mal. Billy Mo, ja, aus Trinidad, ein Schwarzer mit Tiroler Hut. Ich will ja gar nicht jetzt über Billy Mo sprechen. Das war ja alles okay. Bill Ramsey kam da hier und zu diesen Modetänzen, na gut, der war schon etwas älter, Bossa Nova hat Elvis Presley einen Titel gemacht und Bill Ramsey den gleichen Titel auf Deutsch. Und dann kam unser legendärer Kollege Reinhard Meinen aus Berlin vom Nachtexpress der ARD. Die hat die beiden Titel für uns zusammengemischt. Ah. Elvis Presley und Bill Ramsey. Hier noch nie gespielt, jetzt die Premiere. So hörte sich das an. Das nennt man heutzutage Mash-up.
Das ist super aktuell. Ich dachte, das wäre da was zu essen. Da werden zwei Titel so miteinander, das habt ihr damals schon. Ja klar. Ihr habt es erfunden. Denn? Wir haben vor nichts halt Ihr habt die Mashups erfunden. Ja klar, der Reinhard war. Liebe war Kinder, okay. Liebe Kinder, jetzt also achten wir so. So geht, das war 1963. Ja, genau, 63. Elvis Presley und Bill Ramsey. C. Was eine Kombi. Also wenn ich jetzt, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen beleckt, was so Oldies angeht. Wenn ich jetzt nicht beleckt wäre, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte und ich würde dieses Lied hören, ja, zum ersten Mal irgendwie, ja, dann könnte ich dich fragen, ist das ein Bond-Song gewesen? Das ist ja wie so ein James-Bond-Ding. Diese Stimme von Vicky Carr ist ja sensationell. Für dein Alter bist du gar nicht so schlecht. Das hätte einer sein können, war aber keiner. Das hätte sie gefreut, die Vicky Carr. Eine Holländerin, die hatte auch, glaube ich, nur einen einzigen Hit und das war der. Und das war dann auch gleich der Beste, darum haben wir sie in die Sendung genommen. Hollandurlaub und es war ja überhaupt für uns beide kein Problem, die Sendung mit Musik voll zu machen. Wir hätten ja 10 Stunden machen können, 20 Stunden, sondern es war das Problem, Titel wegzulassen aus der Liste. Aber diese musste rein. Und zu den vielen, vielen Künstlern hier in Bielefeld war ja Udo Jürgens, dann war Karel Gott, sagte ich schon, Dunja Reiter, Rex Gildo, Howard Carpendale. Also es gab ja eigentlich in diesen 50 Jahren aus der deutschen Szene und auch ein paar internationale fast keinen, den ich verschont habe, der nicht in irgendeiner Diskothek live aufgetreten wäre. Natürlich Vicky Leandros und Nicole und die Liste wäre also... Dalia jetzt, Lavi. Ja, natürlich. Dalia Lavi. Wir hatten Lale Andersen. Nee, die nicht. Die war da schon tot. Da ging es nicht mehr. Entschuldigung. Ja, wusste ich nicht. Ja, vorher ging es auch. Drafi Deutscher. Ja, der war in Minden. Ja, der. Drafi, der stand doch immer ohne Hose auf dem Fensterbrett, ne? Bei mir leider nicht, da hat er es angelassen, das hat er sich nicht getraut. Aber er hat auf der Bühne gerulpst. Oh. Er hat dann, das war ein jugoslawischer Diskothekenchef, der hat ihm was zu trinken. Ja, das gehörte zum guten Ton. Dann hatten wir Dunja Reiter, tolle Frau, und Dalia Lavi. Die hatte in Dortmund den Goldenen Löwen von Radio Luxemburg bekommen. Dann ist der Diskothekenchef mit seinem Ford Opel oder was das war nach Dortmund gefahren, hat sie abgeholt. Das war ja eine tolle Frau. Super rassig, lange schwarze Haare. Damals war eine Mode, wenn du dich erinnern solltest, Hotpants. Also in diesen kurzen Höschen. Also schon mal hochirre. Und ihr zweiter Hit war Wer hat mein Lied so zerstört? Das erste ist nicht zerstört worden. Und ich glaube, das haben wir. Oh, wann kommst du? Könnte ich dich jetzt auch fragen? Aber bitte an. Keine Antwort. Das hören wir an. Das hören wir uns an. Das finde ich gut. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So nice. Was nice. So, Kollege hier, so, weißt du? Heinz Flottmann. Roland, Heinz Flottmann hat hier, das ist ein Comedian sozusagen. Heinz Flottmann ist auch bekannt, der macht immer Führungen in Sparrenburg und mit der alten Straßenbahn. Und letztens hat er eine interessante Sache gemacht auf dem Sennefriedhof. Das fand ich also eine sehr tolle Idee. Also, die armen Leute. Berühmter Mann. War ich auch auf dem Sennefriedhof. Also Geburtstage, Hochzeiten, Autohäuser, Modenschauen und... kann man dich mieten? Ja. Also Don Geld, Rolando klar. Muss natürlich jetzt auch ein bisschen noch Reklame für sich selber machen. Ist ja klar. Dann gibt es dann seine Telefonnummer auch noch. Lieber die Kontonummer gleich. Erst überweisen und dann kommst du vorbei. Ne? Im Untertitel. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Also ja, ich könnte dich jetzt noch engagieren für meine Hochzeit oder Silberhochzeit oder Heinz Flottmann, wenn der dann endlich mal 50 wird oder so. Keine Ahnung. Das geht. Wenn du reich bist und großzügig, dann kommst du vorbei. Ja, klar. Ich komme rein. Hast du auch Schallplatten dann ordentlich? Wenn du möchtest, wenn du ein Plattenspiel, gut, können wir auch mitbringen. Das ist selten. Das wäre natürlich wunderbar. Aber sowas machst du noch. Du bist also auch noch aktiv, so wie Wolfgang Sauer, den wir gerade am Telefon hatten, der ja auch noch mit 85 noch neue Musik produziert. Ja. So bist du immer noch an den Tellern und... Arbeitest du denn mit CDs? Nee, bist du so ein Vinyl? Vinyl ginge auch, am liebsten CDs, da komme ich dann mit natürlich eine große Anlage, Light Sound, Lichter und alles, was dazu gehört, Flackerlichter, die ganze Anlage. Und dann komme ich mit einer großen Menge von CDs und baue die auf und meistens die Leute, die stehen davor und sagen, oh, sind Sie das wirklich?
Und dann so viele Platten. Ich sage, ja, hier, bitte, kannst du gucken, such dir was aus. Und das ist dann, ja, wie früher, eine Erinnerung, wie vor 20, 30 Jahren in der Diskothek. Da haben manche Leute, wenn ich die Platten aufgelegt habe und angesagt habe, getanzt, sich kennengelernt. Ich möchte nicht wissen, an wie vielen, wie soll ich das mal sagen? Verzieh nicht so dein Gesicht. An wie viel Frauen? Hör doch auf mit sowas. Nein, Kindern. Ich indirekt. Also. Nicht bei dieser Schmuse-Serie. Das war ja wichtig. Das war ja der Grund für die Leute, da hinzukommen, Künstler zu sehen, abzufeiern. Man musste trinken und dann ging es zur Sache. Und auch das ist ein schönes Gefühl. Und ja, jetzt bist du dran. Was wollte ich sagen? Ja, weiß nicht. Also das macht das Alter. Nein, ich finde das toll, dass du dann auch tatsächlich mal eine Pause machst, weil das würde dann ja auch wichtig sein, wenn du denn mal eine Party machst, dass die Leute auch mal zu tanzen kommen, ja, und nicht die ganze Zeit immer nur Don Rolando am Mikrofon erzählt Geschichten von 1965. Nee, keine Geschichten. Nee. Also bei Party, das machst du ja im Prinzip auch. Du machst es oder mach Nacktanz oder oben ohne. Oder wie, ne? Eine schöne Idee. Ja. Also bei einer Party gibt es natürlich keine Pause. Also wenn eine Fete ist, anders als eine Kapelle, die machen 2, 3, 4 Stücke, dann müssen die Pause machen und einen trinken. Und unser einer, das wirst du wissen, fängt an und macht durch bis zum bitteren Ende. Bis jetzt, morgens, wenn der Stecker rausgezogen wird, nonstop. Ja, jetzt gibt es ja in Bielefeld zum Beispiel PC69 Revival Partys. Ne? Mhm. Weiß nicht, ob du das PC kennst, ist nicht unbedingt deine Zielgruppe gewesen, aber es war ja mal so eine alte Autowerkstatt da von Fehmeyer und Kastrup dahin, wurde dann abgerissen. Gibt es Revival Partys. Ja, da gehen die Leute auch immer hin und finden das geil, da spielen nämlich die Musik aus alten Zeiten. Mhm. So, könnte man denn nicht jetzt mal irgendwie einen Don Rolando-Abend im Café Europa da mal irgendwie und die ganzen Kinder da mal rausschmeißen? Ja, und dann, weil das ist ja jetzt im Moment, ist das ja für Jugendliche, ja? Ja. Junge Leute. Und da müsste man doch mal irgendwie so ein Revival, Don Rolando Revival. Du erwischt mich links. Aber wäre das nicht was? Ich bin genauso wie du für alle Schandtaten live offen. Für alle. Ohne Ausnahme. Das wäre doch mal ein Ding, ne? Von dir auch gemerkt. Sag das den Leuten von Café Europa. Die sind ja nett. Da gab es ja vor einiger Zeit eine Fernsehaufnahme vom WDR. Und wenn die sich das zutrauen, dann ist die Frage, wie man das bewerbt, was man für Actions da macht. Und müsst natürlich die alten Lieder spielen. Ja? Ja, ist ja logisch. Ich meine, die kenne ich ja gar nicht. Also, wenn du da jetzt reinkommen würdest, oder wir beide, angenommen, wir würden da zu dritt oder Fein Flottmann kommt auch noch mit, da würden die Kinder, die da rumlaufen, die würden alle sagen, was ist jetzt denn los hier? Ja? Nee, Rentner treffen oder so. Also, das geht nicht. Also, man müsste schon die Kinder entfernen. Ja, von dir weiß ich, du weißt von mir, was macht Heinz Flottmann? Ja, weiß ich auch nicht. Macht auch nichts, ne? Ganzen Tag. Aber nachts. Hier, hör zu. Ja, der steht. Nein, also, der ist schon tätig. Der hat ein Theater zum Beispiel. Der hat, ja. Wo? Hier in Bielefeld. Wie heißt das? Heißt trotz alledem Theater. Achso, ich kenne nur Stadttheater. Ja. Da war ich mal drin. Der Roland. Trotz alledem, ja. Der wohnt ja auch nicht in Bielefeld. Nein, Bad Augustdorf, wo es noch kein Internet gibt. Bad August, genau. Ja. Das ist sehr schön, erholsam. Also es ist schon in der Tat. Riverside-Club. Okay. Wir talken gleich in Ruhe weiter, da gibt es bestimmt was. Hiernach gibt es doch, wenn ich von der Kasse komme, die Gage abhole, Aftershow-Party, ne? Von mir gibt es keine Kohle heute. Du hattest doch Geburtstag, komm. Hör mal. Jetzt hier, wir können noch die Schokoladenbierflasche aufessen von Traudel. Ja, oder so. Time is monkey, die Zeit, sie rennt. Let's stick together. Let's stick, ja, okay. War das der nächste ausgesuchte Titel von dir? Brian, wir sind jetzt plötzlich in den 70ern. Ja. Buff, Sprung, 70er. Waren auch gut. Brian Ferry und Roxy Music. Soll ich anmachen jetzt? Ja klar, mach, los. Let's Lick Together, haben wir schon angesagt, jetzt abgesagt, Brian Ferry. Er wollte schon raus, unser Gast. Ich habe ihn noch mal am Schlafittchen gezogen. Er hat mich nicht gelassen. Nein, ich lasse dich auch nicht. Ich bin da zum Arbeiten hier. Heinz Flottmann vom Trotz alledem Theater in der Feilenstraße. Naja. Comedy, was machst du da? Was passiert da jetzt am Wochenende? Am Wochenende ist Show WL, das ist so ein bunter Kabarettabend mit Gästen. Ich moderiere das mit einer kleinen Band. Und das Schöne ist, dass ich jetzt noch hier sein darf, der wurde fälschlicherweise im Erwin als ausverkauft deklariert. Ist er aber nicht, da kann man noch hinkommen. 20 Uhr. Müsstest du jetzt eigentlich dankbar sein für diese spontane Überfall und vielleicht eine Karte schmeißen oder zwei? Ja, das wäre kein Problem. Eine halbe. Ja gut, okay. Ich nehme dich beim Wort. Und jetzt am Samstag bist du also Kollege von uns und moderierst das Programm mit Musik und Wort? Ja, ich moderiere das, erzähle ein paar eigene Geschichten hier über
manchmal Bielefeld-Sachen, so auch allgemeingültig, philosophisches natürlich. Und es gibt Musik immer, eine kleine Band dabei. Mhm. 20 Uhr? 20 Uhr geht's los in der Feilenstraße 4. Ein paar Plätze sind da frei. Plätze, Eintritt, ja. Wie viel? 14 Euro, ermäßigt 10, glaube ich, so um den Dreh. Also. Ich komme ja so rein, ich weiß es. Ich ja jetzt auch, dadurch, dass ich dich kenne. Okay, dann hat sich das gelohnt. Schön, ja. Stefan wollte sich bei uns bedanken für die geile Sendung. Ja, toll, danke. Ich bedanke mich sehr herzlich. Nee, pass auf, ehe wir uns jetzt hier gegenseitig. Nee, das war's schon. Gleich, Leute, nicht abschalten. Gleich kommt das 129. Brackwieder Funkjournal mit Frank Becker. Und das ist deshalb besonders erwähnenswert, weil er hat zu Gast die Bielefelder Polizeipräsidentin, Dr. Katharina Giere. Wenn die jetzt hier wäre, wäre auch nicht schlecht. Vielleicht würden wir. Er hat sie sozusagen in seiner Gewalt. In seinem Keller. Sollte man ausnutzen. Ja, also das sollte man sich anhören. Nächstes Mal nehmen wir die auch mit rein. Finde ich vielleicht gut. Dann die laden wir auch für schnell fahren oder falsch parken. Genau. Oder sowas. Gut, danke, haben wir schon gesagt. Ja, danke, war schön. War bezaubernd, entzückend. Die Idee mit Wolfgang Sauer fand ich prima. Ne? Mhm. Was war mit deinem Theater? Samstag, wann geht's los? Ja, 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr geht's los. Jetzt noch einer zum Schluss, der ist übrigens auch bei mir aufgetreten, leider nicht in Bielefeld, hinterher. Barry Ryan und Eloise. Wird ein bisschen kurz, aber egal. Besser Barry Ryan kurz als gar nicht, ne? Das Lachen kommt. Schöne Woche, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und alles, was ihr noch loswerden möchtet über diese Sendung, ob es euch gefallen hat oder ob ihr es schlecht fandet, schreibt es bei Facebook rein. Wir gucken dann morgen mal, wenn wir alle wieder nüchtern sind hier. Danke, schöne Woche und tschüss.